Hören Sie zur Vorbereitung auf Bobbys Predigt die folgenden Verse aus dem 2. Korintherbrief. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber nie verzweifelt. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus sichtbar. Unser Leben lang sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert, aber an unserem sterblichen Leib wird auch immer wieder sein Leben sichtbar. Das Leben ist oft anstrengend, aber Gott gibt uns Kraft.